Ja, hallo und kommen. Ich habe hier mal Dirt 3 vorbereitet. Start oder Enter drücken. Wir drücken drauf. Und ja, ich heiße euch natürlich recht herzlich willkommen hier bei MPZ Nummer 1, was so viel heißt wie Mr. Pink zockt. Und ja, ich habe das eben schon mal aufgenommen, habe drei Rennen gefahren, bis ich dann gemerkt habe, hey, du nimmst gar nicht auf. Gar kein Problem. Neues Spiel starten. Ich zeige euch alles nochmal von Anfang an, denn das, was ich das letzte Mal gemacht habe, seht ihr ja nicht. Und entsprechend mache ich alles nochmal. Ich lasse auch alle Videos und Textdinger und Audio-Dingsen lasse ich laufen, denn das meiste kann man eh nicht wegdrücken. Und wir sehen jetzt hier also das erste Intro, kleine, von Dirt 3. Ein schöner Ford Fiesta. Mit giftgrünen Felgen gefahren wird das ganze Ding von Ken Block. Virtuell natürlich. Fährt hier gerade vom Hänger runter. Auch der Ton hatte gerade kurzen Hänger. Da ratzen die Räder durch und es fliegen die Dreiecke und Pyramidenstückchen durch die Gegend. Weil wer kennt es nicht, dass wenn man Willkommen über den bei Dirt Fußboden fährt, dass auf 3. Ich bin einmal deine kleine Managerin Pyramiden Ellie und wir wegfliegen? sind alle begeistert, dass du bei uns unterschrieben hast. Ja. Als erstes bräuchte ich aber noch deine Daten für den Vertrag. Gar kein Problem. So. Wie heiße ich denn? Vorname? Mister. Nachname? Nicht Ink Pick. Denn ich nenne mich jetzt hier Mr. Pink im Spiel. Geschlecht männlich, Nationalität deutsch. Weiter. Ja, man kann sich jetzt die Audionamen aussuchen. Ich könnte mir jetzt hier zum Beispiel hier Leon, Leonard, Luis, Luca, Lukas, Marco, Mario, Markus, Martin, Max, Maximilian, Michael, Michel, Mirko, Moritz, Nico und so weiter und so fort. Stefan ist, glaube ich, auch drin. Aber ich bin ja Mr. Pink. Und ich könnte mir dann ja auch einen Mädchennamen geben. Wie zum Beispiel Laura, Lea, Lena, Leonie, Lulis, Maria, Marie, Melanie, Michelle, Nadia, Nadine, Nathalie, Nina, Nicole, Rebecca, Sandra, Sarah, tralala hin und her. Ich nehme aber jetzt hier mal einen Spitznamen. Kugelblitz. Kurvenkönig. Kurvenkratzer. Lady. Oh, Maverick. Mäuschen. Oh, hier. Overlord. Wir nehmen einfach Overlord jetzt hier. Bumm. So, Erfahrungsstufe. Und das ist ein kleiner Unterschied im Vergleich. Ein kleiner Unterschied im Vergleich zu Dirt 2. Denn dort gab es ja, viele erinnern sich vielleicht, die das Spiel schon mal gespielt haben, da gab es, glaube ich, sechs Schwierigkeitsstufen zum Wählen. Von lässig, leicht, einfach, normal, schwer, Profi, Experte. Und hier gibt es nur noch Anfänger, Amateur und Profi. Also nur noch drei Schwierigkeitsgrade. Wir nehmen den in der Mitte. Amateur. Gut, nach dem Papierkram möchte ich dir jetzt deinen Berater Oh. vorstellen. Nenn mich einfach Christian. Ich werde dich zum Superstar machen. Wenn du ein YouTube-Konto hast, gib hier deine Daten ein, dann können wir deine Highlights direkt veröffentlichen. Ist ja der Knaller. Ja, das ist eine Funktion hier, die habe ich ja selber auch schon genutzt. Ihr habt ja ein so ein kleines 30 Sekunden Schnipsel-VOD schon bei mir auf YouTube gesehen aus Dirt. Ich werde diese Funktion jetzt hier nicht aktivieren. Ich könnte es machen, da kann man sich halt jetzt hier mit seinem ganz einfach mit seinem YouTube-Namen und seinem Passwort anmelden. Und dann kann man dann, wenn man halt in einem Replay ist von einem Rennen, bis zu 30 Sekunden Clips herausschneiden und dann hochladen. Das Ganze dauert aber sehr lange, deswegen lasse ich es jetzt hier einfach mal weg und wir machen einfach weiter. Ja, ich möchte keine YouTube-Details. Okay, alles erledigt. Willkommen im Team. Ja, Autosave. Ja, toll. Ja, überschreiben. Autosave erstellt. Yeah. Ich habe ein tolles Gefühl. Sobald du für die Dirt-Tour bereit bist, wartet die erste Meisterschaftsserie Ist auf nicht dich. wahr. Oder du startest den Multiplayer-Modus und lässt es richtig krachen. Ja, ich lasse es Was überhaupt meinst nicht du? abkrachen. Ja, wir machen Singleplayer, die ersten paar Rennen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen erst noch mal ganz kurz hier in die Optionen. Nein, nicht live. Ist übrigens ein... Oh, Zocki Forever hat Ihnen eine Nachricht gesendet. Ja, die lese ich später.
Ja, das ist ein Windows-Live-Titel. Das heißt, ihr könnt euch am PC oder ihr müsst euch sogar mit eurem Live-Account einloggen. Oder halt auch alternativ euer Xbox-Live-Account. Das geht genauso gut, wie ich es ja eben gemacht habe, denn das ist das Gleiche. So, wir gucken mal kurz auf die Grafikoptionen. Ja, hier Full HD, alles vierfach, Super-Sampling, Multisampling, AA und hier alles auf hoch. Gut, so wollte ich das sehen. Und ich muss noch gucken, ob das Force-Feedback noch an ist, denn ich habe ja ein Rumble-Pad hier. Ich habe ja ein Microsoft hier, Xbox-Pad per Wireless Connector angeschlossen. So, wir gehen jetzt einfach mal in die Dirt Tour. Bum bum. Fantastisch. Du hast jetzt einen Vertrag über 4 Saisons. Hier ist ein Überblick, was dich erwartet. Wenn du die Saison auswählst, siehst du die momentan verfügbaren Rennen. Ja. Ist ja der Knaller. Ja, wir sind jetzt hier in Saison 1. Anwählen. Und dann geht das Ding auf. Auftakt der ersten Saison habe ich dich für die Alpine Stars Trophy angemeldet. Ist der Hammer. Dort kannst du auf dich aufmerksam machen. Ja, das ist jetzt hier quasi Saison 1. Und dann kann ich jetzt hier, diese 4 Dinger gibt es da wohl. Und das erste ist freigeschaltet. Und es gibt hier 450 oder 150 Punkte zum Freischalten. Das ist quasi Erfahrungspunkte, die man halt durch das Fahren von Rennen und das Gewinnen von Rennen verdient. Hier heißt das Ganze aber nicht Erfahrungspunkte, sondern Ruf. Bei Dirt 2 war es noch Erfahrung, die man halt entsprechend der Schwierigkeit mehr oder weniger bekommen hat. Und hier ist es halt der Ruf. Und ihr seht es auch hier, es ist auch etwas anders aufgebaut als noch bei Dirt 2. Da war es ja die große Weltkarte, wo man dann halt hin und her switchen konnte. Und dann war das nochmal aufgeteilt in 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade der Rennen, die nach und nach freigeschaltet wurden. Jetzt sieht das Ganze eher wieder so aus wie in Dirt 1, wo es auch dieses Pyramidenaufbausystem gab. Aber das fand ich besser, weil dieses hier sieht ja eher so hier so hip und stylisch, so hier mit Graffiti und hin und her. Ist nicht so meins, aber mein Gott. Und das ist Jack. Oh, hier, noch einer, Jack. Hey, freut mich. Sag mir einfach, bei welchem Event du antreten willst und ich kümmere mich um den Rest. Ja, ich will das hier fahren. Die Rallye-Disziplin ist technisch anspruchsvoll und schnell. Die Fahrer starten zeitversetzt in kurzen Abständen. Du hast also immer Tuchfühlung zur Konkurrenz und kannst sie beobachten. Die Rennen führen in Etappen durch verschiedene Geländetypen und Landschaften, die höchste Anforderungen stellen. Vorausschauendes Fahren ist der Schlüssel zum Erfolg. Alle Etappenzeiten werden addiert, also zählt buchstäblich jede Sekunde. Ja. Sieger ist, wer die niedrigste Gesamtzeit hat. Hätte es gedacht. Ja, das gibt jetzt hier bei jedem Spielmodus, den man zum ersten Mal spielt, so ein kleines Erklärungsvideo. Das war auch bei Dirt 2 schon so. Man kann die Dinger nicht wegdrücken, das finde ich schade, weil nicht jeder will sich das immer angucken. Und man wird aber quasi dazu gezwungen. Man wird auch später noch zu anderen Dingen hier gezwungen. Oder genötigt, aber dazu später mehr. Wir fahren jetzt erstmal das erste Rennen in Finnland auf Mutanen und Alhojavi. Cool. Aufgrund deiner Fahrerbilanz sind 2 Teams an mich herangetreten. Ist ja der Wahnsinn. Beide sind okay. Aber die Auswahl wird größer werden, wenn dein Ansehen steigt. Wenn du ein möglichst hohes Ansehen erreichen willst, hör einfach auf mich. Ich mach dich im Handumdrehen zu einer Sensation. Ist nicht wahr. Ist gut, Christian, danke. Nett von dir, Christian. Wie wär's, wenn unser Fahrer jetzt sein Team wählt? Ja, wir haben jetzt hier am Anfang auf Stufe 1 2 Autos zur Auswahl. Von Castrol Racing, den Peugeot, und von Osiris Racing, den Grande Punto. Bei Stufe 7 würde es wieder ein Auto geben, bei 9, 15, 17, bla und so weiter und so fort. Und ja, es gibt hier unten jetzt 2 verschiedene Unterschiede. Nämlich das eine Team, dem reicht es als Ziel, 150 Ruf zu verdienen, beziehungsweise XP. Das andere will ein bisschen mehr. Man kann sich auch die Wagen anzeigen lassen, das gucken wir mal. Da kommen jetzt wieder die schönen Pyramiden-Dreieckstückchen, Toblerone angeflogen. Die erste Intercontinental Rally Challenge. Er ist ein fantastischer und auch heute noch konkurrenzfähiger Wagen. Ja, toll. Und das war's jetzt hier mit Wagen ansehen. Man sieht jetzt hier quasi noch die Toblerones rumfliegen und man kann sich das Auto anschauen. Das ist nicht toll. Es gibt keine Details zum Auto, also außer diesen 2 Details, die hier vorne stehen. Gewicht und PS und Antrieb. Das war mal besser. Da gab es richtige Details hier mit Radstand und Motorart, Gewichtsverteilung und den ganzen Schickimicki konnte man sich da in den Details angucken. Aber das ist halt auch wieder ein Stück weit der Verkonsolisierung und Vercasualisierung zu schulden, zur Last zu legen, weil das wird Super. Ja alles Los geht's. Immer mehr für den Mainstream zugerichtet, ausgerichtet hier. So richtig spezielle Spiele für richtige Hardcore-Nerds gibt's ja nicht mehr, denn das verkauft sich ja nicht und deswegen machen wir einfach ein Spiel für den Mainstream, ein Spiel für alle. Und ist aber auch egal, wir gucken uns erstmal Finnland an. Yeah. Rallye-Schauplätze überhaupt.
Ja, jede Menge Sprünge erwarten dich. Verlier also nicht die Kontrolle. Hier waren schon die größten Rallye-Piloten unterwegs und die Etappen sind die schnellsten der Welt. Ist der Wahnsinn. Da legst du ihn nieder. Das ist der Servicebereich. Hier findest du Infos zum nächsten Rennen, kannst den Schwierigkeitsgrad und die Fahrhilfen anpassen und dein Auto abstimmen. Ich habe dir erstmal ein ausgewogenes Setup hingeschraubt, aber du kannst es gerne deinem Fahrstil entsprechend anpassen. Wenn du noch Fragen zur Technik hast, wähl einfach die gewünschte Komponente aus. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt also jetzt hier im Pre-Rennen-Bereich quasi. Man kann jetzt direkt aufs Rennen gehen, man kann sich aber auch angucken, wer hier so mitfährt. Bertrand zum Beispiel oder Jamie, Stefano, Pierluigi, Dimitri ist auch dabei. Und dann kann man hier nochmal auf die Schwierigkeit und Fahrhilfen gehen. Kann man hier nochmal einstellen, hier Amateur, Anfänger, Profi. Oder noch erweiterte Einstellungen, Leute. Erweitert. Es gibt noch mehr Optionen. Schaden zum Beispiel nur optisch oder voll. Und Ideallinie aus hier, was ist denn das? ABS kann an, Stabi kann an, Kurven anbremsen gibt es sogar auch. Guckt es euch an. Automatische Lenkung. Oh Gott. Gaspedalmanagement aus. Vollgas. Ja, wir fahren aber erstmal ohne Schaden, also nur optisch, weil ich will euch mal ein bisschen was zeigen. Und da kann man ja das Fahrzeug noch einstellen. Hier Getriebe, Abtrieb, Radaufhängung, Bodenfreiheit, Differential, Bremsbalance. Aber ich sag mal so, egal was du hier einstellst, das Auto fährt immer gleich. Denn die Zeiten, wo Colin McRae noch für Simulation stand, sind lange vorbei. Das war ja bei Colin McRae 5 fast, glaube ich, der letzte Titel, wo es halt noch richtig im Sim-Bereich ging, ab Dirt. Wurde das Ganze ja so ein bisschen gelockert und jetzt zum dritten Teil hin immer weiter und hat eigentlich nicht mehr wirklich viel mit dem ursprünglichen Colin McRae zu tun, deswegen heißt es ja auch nur noch Dirt. Und wir fahren einfach aber erstmal das Rennen und wir gucken uns aber erst nochmal hier, beschreibe ich euch nochmal so ein bisschen die Grafik, was wir hier gerade sehen. Das Auto sieht ganz gut aus. Was mir nicht gefällt, ist die absolut flache Bodentextur. In Dirt 2 war es noch so. Ich meine, für viele interessiert das jetzt vielleicht nicht, was ich hier erzähle, aber ich bin halt einer, der Spiele auch so ein bisschen von der technischen Seite her betrachtet. Und ich finde halt, diese Bodentextur ist einfach nur Kacke. Sie ist platt, da sind keine Bumpmaps drauf, es gibt keine Tiefen, es gibt keine Tessellierung, es ist alles einfach nur platt und eckig. Und wir fahren aber erstmal das Rennen. Okay, das Setup steht. Ja, Setup steht. Wenn du weitere Änderungen willst. Ja, ich will hier total ändern. Komm, mach an. Ihr seht ja auch richtig, der Fußboden ist hier absolut platt und flach. Und wir fahren aber auf jeden Fall erstmal das erste Rennen. Ich gehe in meine Lieblingskameraperspektive, nämlich die hier. Und jetzt geht's volle Kanne los. Rechts halten über Kuppe. 60. Mittelrechts lang. 60. Mittelrechts bei Haus. Mittelrechts bei Haus. Kuppe in links halten über Kuppe. In mittel links. Geht ganz gut ab hier. 60. Und Dirt bzw. Colin McRae, 80. Veteranen werden sich vielleicht wundern, warum sagt er denn hier. Ach, hier, guck mal, da übrigens eine Neuerung. Da läuft jetzt hier das Publikum über die Straße vor dir weg. Schafft ein bisschen eine Atmosphäre, finde ich cool. Ja, der Kommentator hier, mein Beifahrer, sagt nur mittel, leicht und stark links bzw. rechts. Bei Dirt 1 oder auch 2 war es noch so. Man konnte sich das detailliert ansagen lassen von 1 bis 6 Kurvenstärken. Ich habe eben vorhin schon in den Optionen geguckt, diese Option gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch diese Ansage wie jetzt hier mit dem leichten, mittel und stark. Boah, habt ihr das gesehen? Bomb hat sie gemacht. Aber es ist ja hier ein Noob-Spiel, man kann zurückspulen. Und ihr seht also auch nochmal hier die tollen Bodentexturen. Vor allem jetzt hier diese harte Kante, seht ihr das? Vom Schotter zum Straßenrad hin, wo das so abflacht, diese Kante. Da, wo das Y jetzt ist, von YouTube hochladen. Sehr, sehr schlampig. Und hier voll gegen den Brückenpfosten gedonnert. Und ja, im Rennen fällt einem das kaum auf mit diesen platten, flachen Texturen. Aber im Pausemodus, wenn man sich das genauer anguckt, so wie ich, dann sieht man es. Ich bin da Erbsenzähler, wirklich. Und wenn man halt dann später auf Matsch fährt oder im Schnee, die Fahrspuren, die Fahrrinnen, die sich dann da bilden, die sind auch hier, guck mal, Schild. Die sind dann auch bloß so platt von oben zu sehen, also es gibt keine Texturtiefe, keine Bumpmaps, nix. Das ist ein bisschen schwach, finde ich, für ein 2011er Spiel.
Aber liegt halt daran, dass halt auch viele Spiele jetzt halt auch auf den Konsolen als Lead-Plattform entwickelt werden. Und die Konsolen können das halt alle nicht so toll. Und schon wieder gegen die Wand gefahren. Tür verloren. Wir spulen wieder zurück. Gar kein Problem. Ich sollte weniger erzählen, mehr fahren. Erster, Mr. Pink. Yeah. Super Rennen. Du solltest die Highlights für deine Fans auf YouTube hochladen. Nein, mache ich aber nicht. Erster, wow, nicht schlecht. Und das wird sich aber bald noch ändern. Denn normalerweise ist es bei mir so, ich kann Rennspiele ganz gut, auch wenn das eben nicht so danach aussah, aber normalerweise erzähle ich dann auch nicht so viel dabei. Ich kann auf leicht gewinne ich mit 10 Stunden Vorsprung, auf mittel noch mit 5 Stunden und auf... schwer wird es dann langsam, naja, nicht schwer, aber dann wird es langsam so ein bisschen anspruchsvoll. Bei Dirt 3 ist das etwas anders. Ich fahre jetzt hier auf Mittel und zwischendrin habe ich halt auch mal ein Event, wo ich mal Zweiter oder Dritter werde. Da ist die KI ein bisschen stärker. Das ist schön zu sehen, da muss man sich ein bisschen mehr anstrengen. Es ist nicht mehr ganz so leicht. Und hier oben jetzt mein nächstes Bonusziel ist, da kriege ich dann 250 Bonus-Ruf- bzw. XP-Punkte, wenn ich mit mindestens 160 Sachen über die Ziellinie donnere. Das sollte doch kein Problem sein. Und jetzt geht's hier wieder los. Und eine Sache zur Grafik noch. Wenn ich jetzt hier kurz auf Pause schalten kann, wenn das geht. Ja, aber ich kann hier die Kamera, ja doch, ein bisschen kann ich sie drehen. Guckt euch die Leute an, die da stehen. Sehr, sehr niedrig aufgelöste Texturen. Und sehr undetailliert alles, also sehr schwammig. Das war auch bei Dirt 2 besser. Und, ja, diese Entwicklung finde ich nicht ganz so doll. Das gab es ja auch schon bei Crysis 2, was auch weltenschlechter aussieht als Crysis 1. Es sieht immer noch sehr gut aus. Auch Dirt 3 hier sieht sehr gut aus. Aber es ist halt weit unter den aktuellen Möglichkeiten von einem DirectX 11 PC. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen schade. Man kauft sich hier die dicken PCs mit 300, 400... Oh. Tanne, hallo. Man kauft sich die dicken, was weiß ich was, PCs mit DirectX 11 Grafikkarten für 300, 400 Euro und dann muss man halt hier damit leben, dass man hier so ein mehr oder weniger nicht auf Maximum optimiertes Spiel spielen muss, nur weil es halt den Entwicklern zu fein, sich da zu fein für sind, da hier mal ein paar PC-Optimierungen einzubauen. Und das ist schade. Anders wird das zum Beispiel mit Battlefield 3. Das ist ja komplett PC ausgerichtet mit DirectX 11, volle Kanaille. Und auch das werde ich spielen. Aber erstmal fahre ich jetzt hier so ein bisschen, denn ich muss mich konzentrieren. Hier, wir über die Kurven räumen und schon wieder fahre ich hier abseits der Strecke. Wieder zurückspulen. Scheiße. So. Und ja, ihr könnt mir aber gerne Feedback geben, wenn ich das Ding hier hochgeladen habe. Ob euch das stört, wenn ich so viel auf die technischen Details eingehe. Oder ob ihr lieber mehr vom Spiel sehen wollt, weil das weiß ich ja nicht. Das ist ja mein erster Versuch hier. Mein erstes Let's Play, was ich mache. Beziehungsweise mein erstes Mr. Pink zockt. Und MPZ Nummer 1 incoming hier mit Dirt 3. Ich fahre hier wie ein Weltmeister. Und wenn sich der eine vielleicht jetzt denkt, ah hier, guck mal da, der Pink, der kann ja gar nicht fahren. Das liegt einfach daran, dass ich mich hier darauf konzentrieren muss, was ich euch hier erzähle. Und mir schon ein bisschen was überlegen muss, was ich euch erzähle. Und nebenbei muss ich ja auch noch hier mit 180.000 km/h über Schotterpisten brettern. Das ist nicht so einfach. Versucht es mal selbst. Ah, es geht super ab hier. Auf Asphalt. Ach, guck mal, da vorne den Noob eingeholt. Nitro, schade, gibt's nicht. 80. Leicht rechts wird enger über Ziel. Jawohl, mit über 160 Sachen übers Ziel geschlotzt. Wow, ein Podiumsplatz im ersten Event. Klasse! Ja. Du erfüllst wirklich alle Erwartungen. Wow. Toll gemacht. Ja, super. Schönes Ding, hab gewonnen. Schön, schönes Ding, schön. Es gibt fantastische neue Inhalte zum Herunterladen. Ach, schau doch gleich mal nach. Hab ich's nicht gesagt? Fahr so weiter, dann bist du bald in aller Munde. Und vor allem wollen dich dann mehr Teams für ihre Cockpits haben. Ja. Klasse gemacht. Juhu. Ja, und jetzt ist wieder ein so ein Punkt, was jetzt hier gerade... ihr habt eben kurz gehört und ihr seht es auch unten eingeblendet. Das ist eine Sache, die mich tierisch nervt. Dass man jetzt hier quasi ständig per Audio-Einspielung... Ah, ich erzähl das weiter. Oh ja. Bleib dran und konzentrier dich auf die Trophäe. Ja, gerne. Oh, ein kostenloses Wagenpaket. Oh.
Ja, aber das finde ich ist super nervig. Ich bin sowieso ein Verfechter von diesem Micropayment, von diesen Autopaketen, Map Packs. Vor allem Call of Duty hat da ja ganz schlechte Karten bei mir. Mit diesen 15-Euro-Paketen und dann drei Maps, da haben sie doch einen Vogel oder was. Ja, man kriegt hier ständig, also ich kann das sagen, ich habe ja an meinem anderen PC schon ein bisschen weitergespielt. Man kriegt ständig hier Audiomitteilung von wegen, hey, hier, guck doch mal nach, es gibt neue Download-Inhalte, kauf doch mal. Und unten auch noch Texteinblendung und es kommt gleich noch besser, beziehungsweise besser ein Häkchen. Rallycross geht es mit vielen Autos gleichzeitig über Rundkurse. Aber erstmal Rallycross. Auf kurzen Sprints führen die Strecken über verschiedene Beläge und garantieren spannende, aggressive Rennen. Die Autos sind schnell und wendig und entscheidend sind die Überholmanöver. Sei als Erster im Ziel und der Sieg gehört dir. Ja, schönes Ding. Rallycross fahre ich auch sehr gerne. Und es gibt einige Spielmodi, die ich bei Dirt mag. Und es gibt einige, die mag ich nicht so. Und Rally, was wir eben gesehen haben und auch das, was jetzt kommt, Rallycross, finde ich gut. Und ja, was wollte ich sagen? Ja, das ist Micropayment, was einem hier ständig auf die Nase gebunden wird. Hier geht es gleich schon weiter. Ich könnte mit diesem Auto hier fahren, wenn ich ihn vom Marktplatz runterlade. Finde ich absolut No-Go. Ich meine, für die Leute, die da gerne noch extra Kohle in so ein Spiel stecken, sollen das gerne tun. Ich habe für das Spiel, ich meine, das Spiel habe ich jetzt nicht bezahlt, ich habe es gesponsert bekommen vom guten SFTO June, dafür, dass ich ihm beim PC zusammenbauen geholfen habe. Aber das ist nur Nebensache. Normalerweise kostet so ein Spiel so 30, 40 Euro am PC und an der Konsole vielleicht 60. Und jetzt soll man sich hier auch noch Autos dazu kaufen. Oder halt auch Strecken. Es gibt sogar Events, die man sich hier noch dazu kaufen kann. Finde ich absolut doof. Und naja, gut, lassen wir es aber erstmal. Und wir fahren jetzt hier, was haben wir hier? Mitsubishi Lancer Evolution. Zielbonus 250. Und hier gibt es nur 100. Was haben die? Subaru WRX, selbe Wagen. Aber die stellen halt höhere Anforderungen. Hier, wir nehmen die hier mit den hohen Anforderungen, gar kein Problem. Ja, hier wieder das tolle Alpine Stars Trophy Logo mit diesem tollen stylischen. Und bei Dirt 2 fällt mir gerade ein, oder war es Dirt 1 noch, wo einem dann noch während des Ladescreens so Details eingeblendet wurden. Dieser Ort mag wie ein verlassenes Ödland aussehen, aber hier steigen einige der schwierigsten Rennen der Welt. Toll. Asphaltierte Straßen und Offroad-Bedingungen halten sich die Waage, also musst du flexibel sein, um hier zu bestehen. Mach dich auf eine harte Konkurrenz gefasst. Ja, mach ich doch immer. Ja, hier regnet es jetzt und ihr seht wieder die absolut flache Bodentextur. Da könnte ich mich ewig drüber aufregen, wirklich. Wir fahren einfach los. Das sieht ja ziemlich künstlich aus, oder was sagt ihr? Und wir fahren einfach los. Und hier sehen wir mal hier die Autos hier, wenn man mal näher an die Autos ranfährt. Die sehen, also die Autos im nahen Dings, die sehen echt stark aus. Oh, hier gegen Reifenstapel gebrettert. Und hier um die Kurve gedriftet, schönes Ding. An die, wie die Regentropfen, wie sie an der Scheibe runterlaufen vom anderen Auto. Das ist wirklich gut. Das wird rein, oh what? Platz da, Pink kommt. Scheiße. Ich wollte mal genauer hingucken. Es ist übrigens die höchste Grafikeinstellung, die hier möglich ist in dem Spiel. Ja, hier, fang dir die Stoßstange ab mit deinem Schrott. Geh weg. Stim und Boom. Ah, verbremst hat er mich. Jetzt bin ich Erster. Bei einem der nächsten Rennen werde ich euch übrigens mal die diversen Kameraperspektiven zeigen. Am liebsten fahre ich aber so. Außer die Driftrennen, die es jetzt hier neu gibt in Dirt 3. Die fahre ich dann auch lieber mit der Außenansicht. Oh, oh. Ja, Hauptsache gewonnen. Ohne Stoßstange kein Problem, Mr. Pink Erster. Ha! Ja, und wenn ich jetzt hier in die Wiederholung gehe, könnte ich mir das Rennen nochmal angucken und dann könnte ich einen Start- und einen Endpunkt festlegen für eine Cliplänge von maximal 30 Sekunden und die könnte ich dann auf YouTube hochladen. Wer das dauert aber sehr lange. Im Rallycross allen gezeigt? Genau, du! War das wirklich dein erster Rallycross? Ja. Du bist gefahren wie ein alter Hase. Ja, na klar, ich hab's halt drauf.
Gar kein Problem. Ja, jetzt habt ihr Rally gesehen und Rally Cross. Das sind zwei Modi, die ich sehr gerne mag. Und da kommen wieder die fliegenden Toblerones hier. Jawohl, und da gibt es wieder die Endabrechnung hier. Volle Kanal hier abgeschlotzt hier. Ruf steigt an. Das geht ja gar nicht, wie es hier abgeht. So wird's gemacht, Superstar. Du bist fürs Finale qualifiziert und hast das Podium gerockt. Niemand kann dich stoppen. Nein. DC hat eine Überraschung für dich. Deinen ganz persönlichen... Hey, versau doch nicht die Überraschung, Christian. Danke, Jack. Fahr einfach auf diesem Niveau weiter. Dann siehst du schon, was es ist. Ja, gut. Wir gehen ins dritte Rennen. Safari Historic Cup in Kenia. Und das ganze Taita Hills und Mwanda. Die zwei stecken mit 70er-Jahre-Autos. Und da haben wir zwei zur Auswahl. Nämlich den Opel Kadett. Und einen Fiat 131 Abarth. Und hier könnte ich mir auch wieder ein Auto kaufen, was ich aber nicht tue. So, und wir fahren jetzt aber einfach mit dem Opel Kadett. Und ja, das ist ein bisschen das Bild zerrissen. Ich habe keinen V-Sync an, aber das schafft der PC dann nicht. Mit V-Sync und gleichzeitig aufzeichnen. Willkommen in Kenia, der Heimat der Safari Rally. Für dieses Event gibt's nur ein Wort: heiß. Da draußen in den Ebenen erwarten dich mörderische Temperaturen und die holprigen Pisten kosten dich jede Menge Kraft. Ja, sieht sehr schön aus. Ich finde das immer sehr stimmungsvoll, diese Kameraschwenks, um halt nochmal so ein bisschen die Atmosphäre hier oder halt auch das Setting hier einzufangen. Wir hatten ja eben das mit den Wäldern da in Finnland, dann halt dieses Rennen jetzt da, Rallycross und jetzt halt hier mitten in der staubtrockenen Wüste in Kenia. Und ich lasse einfach die Settings so. Wir fahren jetzt hier mit dem Opel Kadett. Es gibt sogar Opel Manta. Und diesen alten BMW E30 gibt es auch super stark. Und wir fahren einfach mal los. Wir fahren den ersten Abschnitt in dieser Kameraperspektive. Und ich werde jetzt in jedem Tracking-Abschnitt hier mal die Kameraperspektive durchschalten, dass ihr alles mal seht, was es so gibt. Und wir fahren einfach. Es ist wieder eine normale Rallye jetzt hier. Die historische Rallye. Schöner Let's-Flare-Effekt hier. Über die Linse hier mit dem Sonneneinstrahl Gedingse da. Leicht links. 40 kehre links. So, nächster Abschnitt, nächste Kamera. Das ist hier die Motorhaubenansicht mit schönen Spiegelungen. Von der Umgebung und der Sonne und alles spiegelt sich und ich fahre schon wieder wie der letzte Lump. 60. Leicht rechts. 40. Mittel rechts. Offene Kehre links lang. So, nächster Abschnitt, nächste Kamera. Das ist die Innenperspektive. Und jetzt muss ich aufhören mit Quatschen, denn das ist, das kann ich nicht so gut. Also Quatschen ja, aber nicht die Ansicht. 100 durch enges Tor links halten. 40. Man beachte auch die Seiten- und Rückspiegel. Finde ich auch ziemlich stark. Leicht links. 60. Oh, Scheibenwischer in der Wüste. Kuppelsprung in. Kuppelsprung. So, nächster Abschnitt, nächste Kamera. Und das ist die Außenperspektive. Und da schalte ich gleich nochmal einen weiter, denn die nächste Kamera ist dieselbe, nur halt ein bisschen weiter weg vom Auto. Da staubt und qualmt es halt ein bisschen mehr. Und das ist die, die ich fahre, wenn ich diese Driftrennen fahre, die hier neu sind in Dirt 3. Es gibt ja so eine Drift-Challenges. 60. Leicht rechts innen halten, mittel links nicht schneiden. Mr. Pink, erster! Ja, schön! 6 Sekunden, die Noobs! Gar kein Problem. Ja, es gibt noch eine zweite Etappe in Kenia mit dem Opel Kadett zu fahren. Und, ja, das machen wir. Ich gieße mir aber erstmal mal ein Schlückchen Zitronenkrümeltee ein. Erreiche Tempo 140 ist das Bonusziel hier. Und es gibt jetzt hier immer für jedes Rennen einzeln immer ein Bonusziel. Bei Dirt 2 war es noch immer so, da gab es haufenweise Herausforderungen. Mit mach so und so viele Überholmanöver, benutze so und so viele Rückblenden, fahr so und so lange auf 1, 2, 3 Rädern, mach so und so viele Sprünge, springe so und so weit. Und das gab es dann immer in so verschiedenen Stufen. Und hier gibt es das nicht mehr. Hier gibt es nur noch für jedes Rennen einzeln solche Herausforderungen.
Das ist aber auch jetzt wieder sehr stark entschlackt. Das war sehr, sehr umfangreich, dieses Herausforderungssystem in Dirt 2. Und jetzt ist es hier sehr, sehr entschlackt. Nur noch eins pro Rennen. Und guckt euch hier den Typen da rechts an, wie eckig da die Beine und alles sind. Super, super schwach. Auch der Typ, der da steht, guckt euch das an. Da sieht der Half-Life 1 besser aus von den Models. Also das ist wirklich nicht so toll, aber wir wollen uns ja auch nicht die Leute hier angucken. Wir wollen hier über den Asphalt bzw. über die Schotter- und Sandpiste brettern. Und wir fahren jetzt wieder meiner Lieblingsansicht hier in der Stoßstangansicht. Sprung, jawohl. Wow. Welle über Strecke. 60. Ja, siehst du, 140 erreicht, gar kein Problem. Leicht links macht zu innen. Kehre rechts. Kehre rechts, in Handbremse links. Rechts. 60. Oh, nicht zu früh. Links halten über Kuppe. Leicht rechts in. Mittel links macht zu. Mittel rechts. Mach Platz, du Noob! Hier kommt Pink! Rechts macht auf. Über Weiderost. In Mitte links. Leicht links. 60. Gar kein Problem hier. Kehren. Das brauche ich nicht nochmal. Ach komm, hör doch auf. Wir fahren einfach weiter hier. Da brauchen wir keine Rückblende. Immer noch Erster. Gar kein Problem. 40. Aber das wäre jetzt wieder so ein Ding, was ich jetzt als Highlight-Clip, als Replay rausspeichern könnte und auf YouTube hochladen extra, aber mache ich nicht. 40. Hier ist der, guckt euch an, immer noch 7 Sekunden Vorsprung, die Noobs hier. Hat seine Rolleinlage gemacht, gar kein Problem. 60, leicht rechts in mittelrechts. 40, leicht links rechts halten bei Ausgang. 40, durch enges Tor bis Ziel. Bumm! Bisschen zerbeult, der Kadett, aber macht nix. Wie, nur Zweiter am Ende? Was ist denn da los? Aber insgesamt müsste ich, glaube ich, gewonnen haben. Ach, du kannst dir früh einen Namen machen. Weiter. Ja, da sind wir wieder am Ladebildschirm. Wir kommen zurück ins Menü. Wieder das Abrechnungsding. Weiter bitte. Oh. Array Offroad hat Interesse an dir. Schau dir deine Lackierungen und Teamangebote an. Das ist ja der reinste Wahnsinn. Die Veranstalter des Brembo Blast sind dermaßen von dir beeindruckt, dass sie dich zu ihrem nächsten Event eingeladen haben. Brembo das ist Blast. Eine Riesennummer. Alle reden über dich, Partner. Dein Ansehen steigt echt rasant. Ja, markant, wie ich fahre. Deswegen steigt auch rasant mein Ansehen. So, Trophy Final, Smelter, Head-to-Head. Das gibt beim es. Head-to-Head heißt es, du gegen den anderen Fahrer. Aufgrund der ausgeklügelten Strecken mit Kreuzungen passiert ihr die verschiedenen Abschnitte zu unterschiedlichen Zeiten. Dies ist ein reines Publikumsevent, also achte vor allem auf die weiten Sprünge, mit denen du die Menge richtig begeistern kannst. Du musst mehrere K.O.-Runden überstehen, um im Finale der Sieger zu sein. Gar kein Problem. Diesen Modus kennt man, das gab's schon ewig. Colin McRae. So, was nehmen wir? Wir nehmen wieder den Grande Punto oder nehmen wir den Peugeot? Hm, ich würde sagen Punto. Ne, wir haben letztes Mal den Punto gehabt, jetzt nehmen wir mal den Peugeot. Alpine Stars Trophy. Und dann habe ich schon das erste Event abgeschlossen gleich, wenn ich das Rennen jetzt hier oder die Rennen gewonnen habe. Bist du bereit, heute der Champion zu sein? Na klar. Ich glaube, alles ist so bereit. Wir fahren gleich los hier. Erreiche Tempo 139, sollte kein Problem sein. Punto. Bildschirmmitte. Vertikal der Texturschnitt. Springt mir sofort wieder ins Auge. Ekelhaft. 80. Mittel links lang. 40. Über Brücke. In Mittel rechts macht auf. 60. Kuppelsprung. Über Beton.
mittelrechts lang. Über Brücke. Die Bremsen funktionieren überhaupt nicht, Alter. Ich drücke auf die Bremsen, das bremst gar nicht. Mittelrechts bei Ausgang. Mittellinks macht zu. Über enge Brücke. Hier, yeah, High-Res-Texturen, guckt es euch an. Aber da muss ich noch mal in den Optionen gucken. Die Bremsen, das ist ja... Das habe ich gestern schon gemerkt, das bremst überhaupt nicht. Ich stehe voll auf den Bremsen, müsste aber auf dem Tacho... Ich sag das demnächst nochmal, wenn ich anbremse. Dann müsst ihr mal darauf achten, ich bremse. Es geht überhaupt nicht runter. Also nicht schnell genug, finde ich jedenfalls. Mittel rechts lang. 40, über Brücke. Aber egal, ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Mittelrechts innen halten. Mittellinks lang auf Beton. Leicht rechts. Auf Schotter. 40. Mittelrechts sehr lang. 60. Leicht links. Mittelrechts innen halten. 60. Ein bisschen da. Bis Ziel. Na, gewonnen hier ohne Frontschürze. Braucht kein Mensch. So, jetzt muss ich gegen Esteban Fernandez fahren. Aus Argentinien. Ja, und ich habe mir halt vorgenommen, dass ich euch jedes Event einmal zeige. Also es gibt ja hier Rallycross, es gibt Head-to-Head Rally und Trailblazer und diese Buggy-Kram und das mit den Jeeps. Und da gucken wir mal. Ich fahre halt so lange, dass ihr jeden Modus einmal gesehen habt. Und dann machen wir Schluss, denke ich. Achso, geht schon weiter. Und dann bitte, wie gesagt, ein bisschen Feedback. Das ist, wie gesagt, mein erstes MPZ, Mr. Pink Zockt. Und überlegen sich vielleicht einige, na, dass ich davon Basti aka Homer J inspirieren lasse. Der hat ja Basti spielt. Ja, hab ich. Und da Let's Play kann jeder und dazu sagen. Und deswegen habe ich mir was anderes überlegt, angelehnt an eben das vom guten Herrn Basti aka Z Mr. Pink zockt. Und wir zocken jetzt ja hier Ja, ich versuche euch, wie gesagt, jedes Setting einmal zu zeigen. Also hier Schotter, Sand, Schnee, Urwald und halt auch jeden Renntyp. Mittellinks lang, 40. Mal gucken, wie lange das dauert, bis das da... Oh je, yeah, alles einmal durch habe. Ich muss mir übrigens auch gleich was zu essen machen. Ich habe wieder ein Tier mit dem Kohlen. Corpedo Cup ist gleich auch noch. Ach du Scheiße. 60. Wie soll ich das nur alles schaffen? Sprung. Über Beton. Mittelrechts lang. Über Brücke. Leicht rechts in Gebäude. Mittelrechts bei Ausgang. Mittelrechts bei Ausgang. Mittellinks macht zu. Mittellinks macht zu. Über enge Brücke. 40. Mittelrechts macht auf lang. Bis Ziel. Schon wieder geworden. Diesmal mit Frontschürze. Aber dafür ist es total verdreckt. Ja, wieder gewonnen. Ist aber auch alles einfach hier, du. Ja, wie gesagt, Feedback. Aber erstmal Quatsch, da ist bestimmt gleich wieder irgendwer, oder? Nicht? Warum sagt denn keiner was? Ich hätte gedacht, jetzt geht das Gebrassel wieder los. Ja, hier kann ich noch nicht mitfahren, da muss ich erst noch Punkte freischalten, die oben noch 50. Aber Brembo Blast kann ich machen. Ja, wie gesagt, Leute, Feedback. Wie findet ihr das Ganze, wie ich das Ganze hier mache? Weniger technische Details, mehr Spiel oder so lassen, wie es jetzt ist. Weniger quatschen, mehr quatschen und so weiter und so fort. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt wieder Brembo Blast. Oh, hier, Land Rush. Das habe ich euch noch nicht gezeigt.
Winter Truck National. Land Rush ist ein bisschen wie Rallycross, nur größer und aggressiver. Die Offroad-Kurse sind gespickt mit Sprüngen und Steilkurven und garantieren verrückte, knallharte Rennen. In all diesem Chaos musst du am Steuer von Land Rush Trucks mit Allradantrieb oder in den offeneren, handgetriebenen Buggies die Übersicht bewahren. Bleib konzentriert und überquere die Ziellinie als Erster. Ja, ich werde es versuchen. Ja, jetzt das kommt eine dieser Disziplinen, die ich überhaupt nicht abkann. Land Rush. Ich meine, es gab bei Dirt 2 noch so eine Art Land Rush mit als Trailblazer, wo man dann halt so mit so einem riesen Touareg über fast nur geradeaus Strecken mit Hockeln gefahren ist. Hier das war gut. In der Wiege des Extremwintersports wirst du nur selten tadellose Rennbedingungen vorfinden. Oben in den Rockies fährst du nicht nur gegen die anderen Fahrer, sondern auch gegen Mutter Natur höchstpersönlich. Hüte dich vor vereisten Kurven und behalte deine Topspeed im Auge. Ja, aber das hier mit diesen Rallye, mit diesen Trucks, das finde ich immer nicht so. So, das hört sich an wie Musik, die man kennt. So, jetzt sehe ich sie wieder, das, was ich sagte, dieser Schnee. Das ist so Schatten, an sowas ist da angedeutet, aber man sieht, dass die Textur absolut flach und platt ist. Und mit den Spuren gleich wird das Ganze noch lustiger. Aber erstmal staubt es hier wie wild. Guckt euch an, die tollen Spuren. Das sind einfach nur schwarze, naja, Gebilde. Also da geht auf jeden Fall grafisch sehr viel mehr im Jahr 2011. Aber hier muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren, weil ich mag diesen Modus ja nicht so gerne. Und, kann den auch entsprechend nicht so gut mit diesen riesigen Dingern fahren. Mit großen Dingen kann ich nicht um. Schön driften hier auf dem Schnee, geil. Die auf leicht irgendwie gestellt. Ich gewinne hier dauernd so einfach. Hier kann ich es nicht mehr umstellen. Oder vielleicht bin ich einfach nur zu gut. Was ich mir eigentlich fast gar nicht denken will. Ja, und nochmal was allgemein zur Grafik, wie gesagt, es gibt da so ein paar Sachen, wo ich mich wieder ewig dran hochziehen könnte, aber unterm Strich, so beim Fahren, sieht es ja gut aus. Die meisten Leute würden das gar nicht stören, was ich angesprochen habe, oder hätten es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, wenn ich es nicht gesagt hätte. Aber mich stört sowas. Und wie gesagt, wir haben hier ganz gute PCs stehen und es geht normalerweise viel, viel besser. Aber die Spielhersteller machen es einfach nicht. Weil das zu zeitintensiv und zu kostenintensiv dann unterm Strich wäre, halt die Spiele, die eigentlich ja konsolenoptimiert sind, dann auch noch PC zu optimieren. Ein wichtiger Schritt Richtung Finale. Ja. Weiter so. Ja. Wenn du immer so fährst, können wir uns noch auf viele Finals freuen. Ja, klar. Musik ist ganz gut übrigens, gefällt mir. Abwechslungsreich in den Menüs hier schön, so ein bisschen Elektro-Style, das gefällt mir sehr. Ihr wisst, ich mag sowas. Aber auch dieses Gitarren-Style-mäßige in den Rennen selbst finde ich auch gut. Also musiktechnisch hier trifft Dirt bei mir auf jeden Fall voll ins Schwarze. Oh, was hier? NX Energy Racing hat Interesse an dir. Schau dir deine Lackierung und Themenangebote an, meine Fresse, wie es hier abgeht. Du wurdest zum Rockstar Transworld Clash eingeladen. Die Saison läuft bis jetzt deutlich besser, als ich je erwartet hätte. Das ist ja der reine Wahnsinn. So, wir gucken mal, ob wir hier noch so ein Buggy-Rennen haben. Das ist hier Rallycross, hatten wir schon. Rally hatten wir schon. Was ist das hier? Oh, hier Drift. Na, so ein Driftrennen, das kann ich eigentlich eher nicht so gut. Und was haben wir hier oben, was wir gerade freigeschaltet haben?
Landrush, Rally, Landrush. Oh, hier Mountain Buggy. Ja, machen wir nochmal mit so einem Buggy so ein bisschen so ein Rennen hier. Eagle Hill Rise mit Buggies. Mag ich auch nicht, muss ich sagen. Wir nehmen mal diesen hier. Diese Buggy-Rennen und diese Landrushs mit den Jeeps, das finde ich nicht so toll. Du hast letztes Mal die Strecke regelrecht glühen lassen. Es gibt nichts Schöneres als die schnellste Runde. Mal von einem Rennsieg abgesehen. Yay, sogar mit Feuerwerk. Ja, wir fahren einfach. Mit den Buggies. Und das Ganze jetzt hier auf derselben Strecke wie eben, nur im Dunkeln. Kacke, sieht man leider nicht so gut. Aber ihr müsst mal drauf achten, die Buggies sind eigentlich recht detailliert. Guckt, ihr seht sogar die Spikes, kann man hier sehen, auf den Reifen. Das ist schon ganz nett. Wie er fliegt. Gut, dass ich ohne Schaden fahre, so wie ich über Gegend donnere. Ohne, dass ich immer gewinne. Ja, so diese Partikeleffekte, so Staub und Schnee. Ich meine, das ist der Schnee hier, okay, das sieht jetzt so aus, als wäre es halt Sandstaub oder so. Aber an sich ganz gut. Ah, kacke, jetzt hat man gerade wieder diese Spuren da gesehen. Weg da! Wäre fast ein Vertical Takedown gewesen, wie bei Burnout, da fast oben drauf gelandet. Piste jetzt hier. Was ist hier los? Ah, ich muss Erster werden. Letzte Runde gleich. Hier, komm. Aber das ist jetzt wieder das, was ich sagte. Teilweise, ich fahre ja nicht so schlecht. Ich meine, okay, mich treibt es manchmal ein bisschen raus. Ich ecke kurz an, aber es ist unterm Strich jetzt nicht so schlecht. Und ich komme einfach nur ganz langsam an die Führenden ran. Normalerweise auch mittel bei so einem Rennspiel, da fährst du mit dem Fahrstil, den ich gerade hier an den Tag lege, Rucki Lecki, fährst du da auf dem ersten Platz und bleibst da auch. Und hier ist das Ganze jetzt so ein bisschen in Häkchen schwieriger. Finde ich aber auch gut so. Das macht das Ganze ein bisschen spannender. Und nicht so langweilig, wenn man immer nur vorne fährt. Ah, hier, reingespritzt, habt ihr gesehen. Zack. Ich kriege auch noch, Dodo. Bombo. Ey, habt ihr das gesehen? Der schiebt mich hier runter. Ja, das nächste Spiel übrigens für MPZ 02 wird mit dem Half-Life 2 Cinematic Mod gespielt werden. Sein Tun getan und natürlich hat Pink. Du bewährst dich wirklich gut diese Saison. Stimmt, aber wir kannten ja dein Potenzial. Ja, oder? Es gibt keinen besser. Ja, das werde ich als nächstes spielen, weil das ist vielleicht auch ein bisschen besser. Mal so ein Spiel mit so ein bisschen Story. Ich meine, okay, es ist ein Shooter. Aber Half-Life 2 hat ja eine ziemlich geile Story. Und, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ob ich das vorher schon einmal durchspiele und dann euch jedes Level einmal kurz zeige, weil Half-Life 2 super lange dauert. Und du sollst dabei sein, Superstar. Super abwechslungsreich ist. So, hier Drift Showcase in Kenia. Wir machen jetzt mal so ein Drift-Rennen. Dies ist eine Drift-Demo.
Rase die Strecke entlang, wende an der Markierung und fahr zurück. Dabei musst du driften, so viel du kannst. Deine Fans schauen dir zu, also biete ihnen eine spektakuläre Show. Ja, schauen wir mal. Das ist jetzt übrigens neu. Das gab es in Dirt 2 noch nicht, diese Drift-Geschichten. So, und ich sprinte mal ganz schnell zum Kühlschrank. Ich bin nur 20 Sekunden wieder einige da. Der Fahrhilfen sind in dieser Drift-Demo eher störend. Deshalb habe ich sie vorübergehend ausgeschaltet. Das Auto bricht jetzt etwas schneller aus, also sei vorsichtig. So, da ist er schon wieder. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich weg bin. So, 8000 Punkte brauche ich. Oh, die Musik ist gut. Das kenne ich auch noch von FIFA Menümusik. Super geil. Ich shake mal kurz ein bisschen mit. Hört sie euch an. Super geiles Lied. Stark, Alter. Die FIFA Soundtracks sind einfach nur geil. Schönes Ding. FIFA könnte ich auch mal wieder spielen. Okay, wir fahren einfach los. Ich wollte mich ja nur ein bisschen drum drücken, weil driften. Eieiei. Da fahre ich jetzt auch Außenansicht. Was ist für ein Auto? Bumm. Gleich Neustart. Wird vielleicht auch nicht der letzte Neustart sein. Hier geht's los. Ganz schön gut nach vorne das Ding. Kein Problem, hier ein bisschen gegen die Wand geknallt, da gegen Bau. Diese Markierung. Das ist meine Sache. Durch die Gegend fliegen. Oh, ein Riesenspaß. Ja, am Abgrund gar kein Problem. Oh, fuck! 550, 560 Punkte an Gold vorbei. Fantastisch, Scheiße. Eine Silbermedaille. Ah, wieder das gute Lied. Ich find's einfach nur geil. Ja, ich mach's nicht nochmal Drift. Ein Glück, dass es vorbei ist. Wie mehr nicht? So, noch 40 Punkte, dann kann ich hier das Finale freischalten. Mal gucken, was dann so kommt. Was ist das hier? Landrush? Nee, meine ich. Landrush? Nee, meine ich. Ah, hier, die Rallye kann ich fahren. Wundani Climb und Chimfini Rise. Aha. Oh, da kann ich mit 60er, 70er und 80er Jahre Rallye-Autos fahren. Mal gucken, was es da so gibt.
So, Angebote 4 von 16, das steigt immer an, je nachdem, wie viel Ruf man dann halt hat, ne, habe ich ja gesagt, da kriegt man dann ja immer Angebote von den Teams. So, bei den 80er Jahren habe ich die meisten Angebote. Renault 5. Oh, guck mal hier, kann man sich kaufen. BMW M3, also der E30, den alten. Schade, hätte ich gern genommen, muss man sich aber kaufen. Oh, hier Opel Manta, ich werd bekloppt. Ford Sierra. Renault 5 Turbo. Guck mal, wie viel man sich hier kaufen kann, ne? Was sie da an Geld noch machen nebenbei, unfassbar. So, Opel Kadett kennen wir schon. Fiat Abarth kennen wir. Und auch hier kann man sich wieder viele Autos noch kaufen. 60er Jahre Autos. Lancia Fulvia. Oder ein Mini Cooper. Komm, wir nehmen Mini Cooper, oder? Klar, Leute, wir fahren mit Mini Cooper. Mini Cooper S. Boxster S. Ach, der Frauen-Porsche. Es ist kein Frauen-Porsche. Komm schon, erhöhe mal den Schwierigkeitsgrad. Oder bist du etwa ein Feigling? Halt Brand. Ja, ich guck mal nach, ob ich nicht doch auf leicht runtergestellt habe, individuell. Ja, 3 nur optisch. Hier ist es jetzt wieder in 6 Schwierigkeitsstufen. Wie man es halt kennt aus Dirt 2. Overall hat man aber nur leicht, Amateur und schwer. Aber hier kann man es wieder in den 6 einstellen. Auch sehr komisch, warum man das nicht... Hier legst du fest, wie stark deine Gegner... Ja, ja. Guckt euch an, diese komische Bude da, Alter. Mit dem soll ich jetzt ein Rennen fahren? Der fährt doch gerade mal 80, Alter. Ich hätte ja gern den BMW M3, diesen E30 da gefahren, aber... Mittel rechts nicht schneiden, Mittel links. Ich fahre extra auch mit der Außenansicht, damit man das Ding mal sieht, Alter. Die komische Kiste. Das Tolle ist, man kann jetzt auch hier mit dem rechten Stick, kann man hier so schön ums Auto... Oh. Ja. Rückspulen. Ja, man kann mit dem Stick halt so die Kamera drehen. Ja, wollte ich gleich mal zeigen und dann fahre ich gleich mal gegen einen Stein gegen. Gar kein Problem. So, jetzt geht's aber weiter. Wenn es geradeaus geht, mache ich das nochmal. Sprung geht mittel. Man kann hier so die Kamera drehen, seht ihr? 40. Rechts halten, Übersprung in. Leicht rechts, Übersprung. 60. Leicht rechts, 30 mit dem Cooper, Alter. Was ist da? Mittel links. Rechts halten. 100 durch enges Tor. Eng mittel rechts auf Asphalt innen halten. Mittel links innen halten. Ja, ein bisschen abseits der Straße, gar kein Problem. Mittel links innen halten. In leicht links innen halten. Oh, hier fehlt's mir nur. Leicht links über Kuppe. Die kleine Kiste. Mittel links in. Mittel links innen halten. In offene Kehre rechts bergauf. Ja, ein bisschen zweirädrig, gar kein Ding. Leicht rechts in. Mittel links auf Staub. Mittel rechts, rechts halten. 60. Mittel links macht zu. Leicht rechts, sehr lang. Leicht links lang. 40. Bis Ziel. Ja, schönes Ding. Mit dem kleinen Cooper. Und momentan die Strecken noch nicht so abwechslungsreich. Also vom Setting her ja, mit hier Eis, Schnee, Regen und staubtrockene Wüstenpiste. Aber es sind immer dieselben Strecken, die ich in den letzten paar Rennen so gefahren bin. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr Abwechslung. So, jetzt schalte ich das Finale. Oh, hier. Erfolg freigeschaltet. Jetzt los. Ach, geht noch weiter. Ach stimmt, waren ja zwei Strecken. Ah, es kam mir gerade so lang vor, ich dachte, wäre schon vorbei.
Kommt da wieder der Pinky mit seinem giftgrünen Mini. Cooper S. Wieder von innen aus. In leicht links. Ja, geil. Hört's euch an. 40, Sprung. 40. Leicht links lang innen halten. In leicht rechts. Leicht links überwellen. Leicht rechts. Sprung. 40. Leicht links. 40, leicht rechts, leicht links. Haben wir sogar so ein Buschdorf durch hier. Kuppe in leicht rechts, innen halten. Ah, Scheibenwischer braucht man auch ganz dringend. Leicht links auf Brücke. 60, Spritzwasser. Oh, hier, Spitzen. 40, leicht links übersprungen. 60 in Mittelrechts, naja, macht zu. Dieser Wassereffekt eben war ja auch nicht so der Hit, oder? Mittel links. Leicht rechts. Mittel links. Leicht rechts lang. Ah, das Interieur finde ich aber geil. Also das sieht schon ziemlich stark aus mit den Schaltern da und Tacho und alles. Das sieht schon gut aus. Also, kein Gran Turismo und kein Forza-Detail reicht links. Aber in leicht links. Leicht rechts. Ich ramm mich vom Fleck hier, geh weg, du! Bumm, du mit deiner Scheißkarre. Hier, komm, abfahrt, hier, abfahrt, weg hier! Ah. So, bis hier hin. Streckenrambo hier. 60. Kuppe. 40. Leicht rechts. Dass wir überhaupt nicht vorwärts geht mit dem Ding. 80. Bis Ziel. Naja, ist ja auch bloß ein Cooper mit 60 PS und es war berghoch. Ja, aber trotzdem ein gewonnen. Ein starkes Rallye-Event. Wirklich klasse. Worauf ich mich wieder persönlich freuen würde, wenn ich den M30 fahren dürfte. Aber ich gebe mit Sicherheit kein Geld aus, nur um das Auto fahren zu können. Und, also kein zusätzliches. Und, der Urquattro. Der Urquattro ist der König aller Rennfahrzeuge. Ja, hier, Punkte, Punkte, Punkte. Du stehst im Finale. Brillant! Du bist ein echter Rockstar. Immer schön auf dem Teppich bleiben, dann wird alles gut. Ja, das ist das Ding jetzt. Ich habe jetzt hier das erste Alpine Trophy, das habe ich alles gemacht. Bei Brembo Blast habe ich gerade angefangen, aber da sind gerade keine Disziplinen, die mir zusagen würden. Außer jetzt hier Rallycross, weil ich will euch ja... Eigentlich würde ich euch gerne nochmal einen Trailblazer zeigen. Was ist das hier? Historic Lab, was ist Monte Carlo? Ja, ich möchte auf jeden Fall noch... Ach, hier ist ein Event, was man sich kaufen kann übrigens. Ein Event zum Kaufen. Mhm. Toll. Ich möchte euch gerne noch einen Trailblazer zeigen. Ich fahre einfach noch ein bisschen weiter. Das hier, was ich hier auch in der Mitte gleich freischalten kann, das ist nicht so interessant. Gucken wir mal, was wir hier noch fahren können. Die Rallye hier. Es ist übrigens so, dass man Rallyes, die man schon gewonnen hat, kann man zwar nochmal fahren, aber man kriegt dann nur noch 50 Punkte. Statt den, oder wie es halt hier angezeigt, vielleicht sind das schon in späteren Saisons mehr Punkte, aber man kriegt auf jeden Fall nicht mehr die Punkte, die man vorher bekommen hat. Das ist auch eine Änderung zum anderen. Ja, dann machen wir jetzt das Finale nochmal Head-to-Head hier, gar kein Problem. Mit 90er Jahren, was gibt's denn da so? Ford Escort, Lancia Delta. Oh ja, Toyota Celica Relica. Das war immer so ein Spruch bei einem Kumpel, da habe ich damals immer Forza gespielt. Und seine Eltern hatten auch einen Celica. Und das war dann immer das Celica Relica. Geile Kiste. Du hast die letzten Rennen beherrscht. Warum erhöhst du nicht die Schwierigkeit und stellst dich mal echter Konkurrenz? Ach. Super schwierig die ganze Zeit hier. Siehst du nicht, wie ich mich abmühe? Der Auspuff, geiles Ding. Ja, gut, stelle ich halt die Schwierigkeit ein bisschen hoch hier, von 3 auf 4. Hier legst du fest, wie... Ja. So, raus aus der scheiß Cockpit-Ansicht. Los geht's! Durch Gebäude. 120 bergauf.
Head-to-Head-Rennen hier im Schnee, das ist ja mal geil. Kuppe hin. Mitte links sehr lang hängt, innen halten. Mittelrechts in. Offene Kehre rechts. Kuppe. Leicht rechts. Das kommt wieder leicht links. Weiter Sprung in. Da pfeift der Turbo. Unter Brücke mittel links 100. Ich glaube, ich fahre gleich mal Handschalten und dann zeige ich euch mal, dass ich das auch kann. 120 bergauf. Mittel links macht auf, hängt, innen halten. Pinky hat wieder gewonnen. Und jetzt fahre ich gegen Graeme Halliday. Graeme Halliday, gar kein Problem. Komm her, klopf dich zum Brei. So, warum ist kein Ton? Achso, ich bin gerade auf dem Desktop. Hm. So, Rennen Nummer 2, komm, mach weg hier. Weg, ich muss fahren. Ach, Kacke, wollte ich doch Dings machen. Neustart, aber Servicebereich, da muss ich bestimmt von ganz von vorne anfangen, oder? In diesem Rennen, okay. 60. Ich fahre jetzt nämlich Handschaltung. Ich muss nur gucken, wo Handschaltung ist. Wenn es XA ist, dann geht es. So, Schwierigkeit und Fahrhilfe. So. ABS. Man kann gar nicht Handschalten machen? Was ist das denn? Wie? Muss ich nochmal nachher im Hauptmenü gucken. Aber guck doch mal an. Man kann nicht mal Handschaltung machen. Was ist denn hier los? Ach, hier, Fahrzeugeinstellung vielleicht? Ah, hier, nee. Das ist ja schwach. Richtig durchgerollt. Ich mach Handschuhe. 120 bergauf. Kuppe hin. Ja, dass der Schnee nicht auf der Scheibe flatscht, das ist natürlich jetzt wieder so ein kleines Gimmick, was schön gewesen wäre. 80. Mittel rechts. Ah, kack, ich war gerade dabei, mir das Riffelblech anzugucken auf einem Armaturenbrett. Mittel rechts. Ich bin nicht da fast gegen gefahren. Dieses Wellblech-Scheißzeug. Ja. Sprung in. Unter Brücke mittel links 100. Leicht links. 60. Es ist egal, wie man fährt, der Schnee kommt immer von vorne. 120 bergauf. Mittel links macht auf, hängt, innen halten. Und
wenn ihr das hört, dass das mittendrin im Spiel mal ganz kurz das Bild stehen bleibt für einen Bruchteil einer Sekunde, dann liegt das daran, dass Fraps die neue Datei anfängt. Oh. Ich nehme das ganze Rad mit Fraps auf. Mensch, fahr doch hier mit deinem Schrott, warum fährst du denn nicht? Hängt er hier an der Stelle an der Wand fest hier, oder was? Kuppelsprung. Kuppelsprung. Leicht links sehr lang. 40. Leicht links über Kuppe. Leicht rechts hier. Ja, habt ihr da gesehen? Da kam mein Kollege da lang gefetzt. Echt? Ach, konzentrier dich. Halt die Schnauze, Mann. Bis Ziel. Ausgeschieden? Toll, 2-10. Hätte ich vielleicht doch zurückspulen sollen, wo ich eben zum Schluss gegen die Wand gedonnert bin. Ja, und ich mache mir übrigens gleich was zu essen, wenn ich hier damit fertig bin. Da gibt es Schnitzel Natur. Nur gesalzen, leicht und gepfeffert, ohne Panade, angebraten, in viel Öl, super lecker, kann ich nur empfehlen. Dazu gibt es Kartoffelsalat und ein Stück Brot. Richtig durch Gebäude. Ah, aber ich möchte gerne noch einen Trailblazer fahren. Ja, Trailblazer finde ich super geil. Habe ich bei Dirt 2 super geil gespielt. Kuppe in Mitte links sehr lang hängt, innen halten. 80. Mitte rechts. Mitte rechts in. Offene Kehre rechts. Leicht rechts, leicht links, weiter Sprung in. Unter Brücke mittel links 100. Und nachher gibt es wieder Corpedo Cup übrigens. Noch 2 Stunden, dann geht's los. 60. 120 bergauf. Der wird gar nicht schlecht, der Typ. Knappe Sekunde muss hin. Da vorne ist er, ich komm, Baby, komm, Baby, ich zieh! Kommt nicht zu weit. Mitte links hängt, innen halten. Kuppelsprung. Kuppelsprung. Ja, ich fahre, wie gesagt, noch komplett ohne Schadensmodell, weil ich euch entsprechend zeigen will. Aber, oh, was war das denn? Das war länger rein. Das Schadensmodell ist, glaube ich, nicht sonderlich anspruchsvoll. Wenn man sich mal die Anzeige rechts unten anguckt, da sieht man die Räder und den Motor. Also, wenn man an die Zeit zurückgeht, wo Lenkung, Getriebe, Schaltung, Bremsen und alles Mögliche kaputt gehen konnte. Und jetzt halt nur noch 2 Sachen. Das ist wirklich super alles abgespeckt hier. Schön, dass und, du dem Druck im ja, es macht aber trotzdem Spaß. Es ist aber halt schade, dass halt dieser ja, ganze Simulations... Beenden wir die Saison jetzt mit einem Paukenschlag. Halt doch die Schnauze, Mann. Dass diese ganzen Simulationsdinge alle nach und nach... Das wurde von Teil zu Teil immer weniger. Bis es dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr da ist. Das finde ich sehr schade. Dass viele der Sachen, die Colin McRae eigentlich mal ausgezeichnet haben, alle... Alle fliegen sie weg. Aber wir sind mittlerweile Stufe 5. Yeah. Und wer hat Interesse? Wer hat Interesse? Oxy Motorsport, Oxy Action mit Oxy Reinigungskraft. Und das Citroën Junior Team, ne? Hey Overlord, ich habe die Bosse über deine Fortschritte informiert. Sie sind so begeistert, dass sie dich nach London auf die DC Gymkhana Akademie in Battersea schicken möchten. Du wirst es lieben. Meistere Gymkhana und deinem Ruhm sind keine Grenzen mehr gesetzt. Und sie sollen eine echte Legende als Trainer verpflichtet haben. Ob du mir ein Autogramm besorgen kannst? Ja, gucken wir mal. Wann geht da nicht immer Saison 2 los hier? Ah ja, ich wollte ja ins Hauptmenü gehen und gucken, ob man da Handschaltung anmachen kann. Weil das wäre natürlich super schwach, wenn man nicht mal Handschaltung macht. So, Steuerung. Hier kann man es einstellen. Getriebe... Manuell. So, wo ist Schalte? XA, alles klar, kein Problem.
Ah, hier kann man den Beifahrer umstellen. Ah, geht doch. Habe ich am Anfang Scheiße erzählt? Es geht doch. Links drei. Ja, so ist das doch viel besser. Okay, dann machen wir weiter. Ja, machen wir noch dieses eine Event, was hier noch fehlt. Das haben wir ja, ja. Landrush mag ich zwar nicht so gerne, aber okay. Weil ich weiß, was dieses Ding in der Mitte da ist und das möchte ich nicht unbedingt machen. Da fährst du da halt, da lernt man, wie man halt, ach, das ist totaler Quatsch. So, hier, was nehmen wir hier? Stadiumdruck. Nehmen wir mal den. Alle die gleichen. Zeige ich euch gleich nochmal, was das da an. Was ist. Da lernt man halt hier. Das ist. Ach, ich zeig's euch einfach gleich. Ist total am Humbug eigentlich. Okay, fahr so schön sauber wie im letzten Rennen. Na, natürlich! Handschaltung jetzt, Leute, denkt dran. Ach, da schaltet man hoch. Ich habe gedacht, auf A geht's hoch und auf X runter, es ist umgekehrt. Weg da! Hau ab! Kann ich aber noch weniger sagen, weil ich mich aufs Fahren, aufs Sprechen und aufs Schalten konzentrieren muss. Warum schaltet er nicht hoch? Das Ding hat nur viel Geld. Rambo-Manier. Und was sie auch ins Auge fällt, bei Dirt 2 war es noch so. Lad das Video auf YouTube. Das rockt. Ja, ja. Später. Der Smalter scheint dich motiviert zu haben. Ja, ein tolles Rennen. Ja, ein Unterschied ist noch. Oh, hier. Noch ein Erfolg. Die weiteren Aussichten. Sieg. Bei Dirt 2 war es noch so, dass da lauter bekannte Rallye-Größen dabei waren hier oder halt aus, ne, hier Ken Block und dieser Abdullah Ayman-Dingens und lauter Namen halt aus Rallye-Cross und Skate-Dingsbums Namen waren da halt im Spiel vertreten. Das gibt's hier nicht mehr. Ist alles, oh, gibt's nicht mehr. Und ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich das hier auch noch fahren.
mache ich jetzt Schluss. Wir haben jetzt bestimmt schon eine Stunde gezockt, oder? Gutes Stündchen. Ja, dann machen wir doch erstmal, glaube ich, Schluss. Das ist, glaube ich, dann doch lang genug, um hier einen Einblick bekommen zu haben in Dirt 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es jedenfalls sehr Spaß gemacht. Das Spiel ist sehr, sehr gut. Abwechslungsreich halt Rallycross, normale Rallye, Landrush, Trailblazer gibt es auf jeden Fall ja auch noch. Und hier Schnee und Eis und Wüste. Jetzt Regen, nass und Schlamm und alles ist da. Ein paar grafische Mankos gibt es, habe ich ja gesagt, mit diesen Texturen. Es gibt kein Bump-Mapping, es gibt keine tessellierten Texturen. Finde ich hier sehr schwach. Und die Musik ist gut, es fährt sich ganz gut, sehr arcade-lastig das Ganze. Und ja, was kann ich sonst noch dazu sagen? Diese ganze neue Menüstruktur hier, ja gut, wer es mag. Ich finde es jetzt nicht so klasse, dass das alles so auf hip und stylisch getrimmt ist hier, mein Gott. Und ja, ich kann euch nochmal kurz das hier anzeigen. Das ist hier, da gibt es diverse Tutorials. Smash Tutorial ist das erste. Das ist quasi sowas wie Gatecrasher aus Teil 2. Da gibt es dann halt so ein großes. Es ist aber keine Rundstrecke wie in Teil 2, sondern es ist einfach nur so ein großer Bereich. So ein, ja, so ein Gelände mit verschiedenen Parcouren, wo man halt so halt diese Styropor-Dinger abräumen kann. Dafür gibt es dann Punkte und dann dementsprechend so und so viele Punkte ist hier Bronze, Silber, Gold und so weiter. Wie beim Driften. Und danach gibt es hier, das habe ich auf dem anderen PC schon gespielt, dieses Smash-Tutorial. Danach gibt es dann noch ein weiteres Tutorial jetzt mit Sprünge oder was. Man kann die aber erst spielen, wenn man das davor gespielt hat. Mache ich jetzt nicht, weil ist jetzt nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, ob man das machen muss, um jetzt halt hier die Saison abzuschließen, um halt jetzt hier dann Saison 2 freizuschalten, die ja hier noch nicht freigeschaltet ist. Keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, Dirt 3, schönes Spiel. Ich habe mir einiges ein bisschen besser erhofft. Viele Sachen wurden halt eher verschlimmbessert oder entschlackt, was halt den Simulationsgrad angeht, was halt diese ganzen Herausforderungen angeht, die es bei Dirt 2 noch gab. Aber unterm Strich kommt trotzdem immer noch ein sehr, sehr gutes Rennspiel dabei raus. Die Grafik geht in Ordnung. Steuerung, wie gesagt, ist okay, arkadig. Und ja, kann man kaufen, kann man spielen. Ich würde dem Spiel eine niedrige 80er Wertung geben. Es ist kein Top-Spiel ab 85. Es ist für mich ein gutes Spiel, aber kein sehr gutes Spiel. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Gebt bitte Feedback dazu. Kann ich das so lassen, die Let's Plays, wie ich es momentan mache? Sabbel ich zu viel? Sabbel ich zu wenig? Zu viele technische Details? Zu wenig technische Details? Was wollt ihr? Bitte sagen. Und ja, ich mache dann jetzt Schluss. Ich mache jetzt Mittagessen. Und bis zum nächsten Mal. Das wird dann Half-Life 2 Story Mode sein im Cinematic Mod. Das Ganze dann halt mit dem 10 GB Texturenpaket. Sieht super geil aus im Vergleich zum normalen Spiel. Das Spiel ist das gleiche, es sieht nur anders aus. Und bis dahin verabschiede ich mich. Wünsche euch viel Spaß hier beim Angucken. Abonnieren, kommentieren, liken, ihr wisst es. Und ja, Feedback, wie gesagt, super wichtig. Das würde mich interessieren. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Guckt nachher Competo Cup, beziehungsweise den nächsten dann, weil bis zum nächsten werde ich das hier noch nicht hochgeladen haben. Guckt Close Combat, guckt die Craft Cups, guckt die Community Actions und habt Spaß, kloppt's euch rein. Adieu!